Ja, wie mein Lieblingsplan hier, Bros. Heute geht's wieder ab. Mit einer neuen Folge von Jack and Dexter. Sorry Leute, ich war gerade etwas paralysiert. Ist egal. Musste ein bisschen mehr tun als erwartet. Deswegen bin ich gerade nicht dazu gekommen, noch ein bisschen mehr zu machen. Als ich erwartet machen wollte, tun haben. So, die Frage der Frage. Wo geht's jetzt hin? Okay, es hat sich gerade von alleine beantwortet, die Frage. So, zack. Zack. Runter. Und hier geht jetzt halt auf. Naja, bleib mal du da hinten und krach dich selber weiter an. So kommst du vielleicht gleich in den Abgrund. Nope. Ich sagte es gerade noch. Jetzt gleich falle ich in irgendeinen Abgrund. Was mache ich? Ich suche mit den Abgrund schon. Limas zu surfen? Bin ich jetzt dämlich? Da kommen wir doch, oder? Ich bin gerade höchst verwirrt. Also es schaut anders da aus. Ja, es ist was anderes. Ich war zwar jetzt darauf nicht so ganz gefasst, was hat nicht anders ausgeschaut, aber okay. Ja, genau. Von was träumst du eigentlich in der Nacht, Brudi? Also, das ist... egal. Okay, scheint es kein... Zurückportal zu geben. Das heißt, wir müssen jetzt den ganzen Weg zurücklaufen. Das ist immer so eine Zeitverschwendung, Leute, wenn man die ganze Zeit durch die Gegend latscht. Eigentlich möchte man euch so viel... Wieso nicht? Sicherheitszone wird verlassen. Yay! Ab zum Mars Grab. Okay, komischerweise sind die hier schon alle unten. Und warten schon alle sehnsüchtig auf uns. Geschafft, Jack! Du hast das Grabmal von Mar tatsächlich gefunden. Super. Was jetzt? Willst du das Kind etwa alleine da reinschicken? Auf diesen Tag habe ich lange gewartet, endlich den sagenumwobenen Precursor-Stein in Händen zu halten. Du musst vorsichtig sein, Kind.
Die Prüfungen des Mannwerdens sind gespickt mit Gefahren. Und Mars Erbe muss ihnen alleine entgegentreten. Ist schon okay, Kleiner. Du kannst das. Ist ja bloß ein tiefes, pechschwarzes, garantiert bis oben hin mit Todesflüchen gespicktes Grabmal. Ich würde da nicht reingehen. Willkommen, Erbe von Mar. Endlich steht mir der Auserwählte gegenüber. Tritt ein und beweise, dass dir das uralte Geburtsrecht zusteht. Nein. Das Kind ist zu jung, um die Prüfungen zu überstehen. Was? Nein! Tu doch was, Jack! Jack? Habe ich vorhin nicht etwas über Todesflüche gesagt? Wir rennen da einfach rein. Drauf geschissen, wer was ist. Er wird sich den Prüfungen unterziehen. Nein, er wird den Tod finden. Keine Bewegung. Schauen wir mal, was wir finden, okay? Ob wir den Tod finden oder was anderes, das liegt ja immerhin noch bei mir. Nicht bei euch. Aber es ist ja wahrscheinlich auch der Tod. Nur ziemlich oft der Tod. Aber das ist ja egal. Wir müssen ja schon noch ein bisschen was anderes finden. Zum Beispiel den Runterweg. Nope. Naja, den Tod haben wir schon mal gefunden. Sogar früher, als ich gedacht habe. Hat das Ding gerade gewackelt? Okay, ich traue dem Wasser nicht. Ich gehe mal lieber so drüber. Weil das Wasser schaut schon... Ist kein Wasser, okay. Kein tiefes Wasser. Hinten sind neue Metallschädel. Würde ich mich gleich zünden. Okay, gut. Was ist hier noch? Ah, so, das sind ja keine Metallschädel. Das sind einfach nur Spinnen. Hello. Ach du Scheiße. Autsch. Hier ist einfach nur die Zeit abpassen. Hoffen, dass es richtig ist. Und hier ist Schwingen. Und eine Spinne. Zwei kleine Spinne. Ist ja selber schuld, dass ich euch außersehen töten muss. Zack. Das kriegt man auch hin. Okay, das wird uns wahrscheinlich gleich runterrieseln. Aber wo musst du dann hin? Da nach unten oder wie? Okay, hier ging's bis auch schon einfach nur nach unten. Und jetzt haben sie eine andere Anordnung und. Schin. Ah. Kommt jetzt immer noch Stacheln raus? Schaut nicht so aus. Gut. Stachelfrei. Diesmal. So, schauen. So, letzte. Auch geschafft. Krieg mal hin. Krieg mal hin. Wo ist das Problem, Leute? Wie letzte? Ach so. Okay, das ist, naja, ein bisschen gefährlich. Und man braucht sehr viel Vertrauen in sein Können. Naja, er braucht sehr viel Vertrauen. Ich würde mich das ganze Leben nicht trauen. Ich würde es wahrscheinlich schon bei der ersten Schwingung runterhauen. Das dauert auch keine 5 Sekunden. Aha. Jetzt beginnt das wieder. Dann brauche ich wieder abstechen. So, dann gehen wir nach unten. Sind wir jetzt hergekommen, oder? Sind wir da jetzt hergekommen oder nicht? Okay, Leute. Das ist auch schon von da unten hergekommen. Ah, das war klar. Das war auch klar. Oh, und
ich Depp spring auch noch rein, Leute. Ich Depp spring auch noch rein. Nochmal alles von vorne. Okay, wir sehen uns, wenn wir wieder an den Ort sind, wo wir vorher waren. Dass ihr nicht so viel leiden müsst. Okay, ich sehe gerade, es ist gar nicht nötig. Es hat sich gedacht, ich speichere mal. Was eigentlich total selten ist für dieses Game. Okay, das hat was mit Geschwindigkeit zu tun. Upsa. Und jetzt? Ja, okay. Und jetzt? Achso, hier ist eine Treppe nach unten. Ich frage mich so, hä? Das ergibt gerade alles keinen Sinn. Und kein Wunder, dass es keinen Sinn ergibt, wenn der größere Sinn daran liegt, dass ich eigentlich darunter gehen soll. Kann es vielleicht sein, dass da vielleicht noch Progressor-Apps rumliegen? Nein? Nein. Nein. Okay, da liegen leider keine Cursor-Ops rum. Annehmen wir einen schnellen Flug nach unten. Hui. Was ist das da? Eine riesige Bombe? Zeitzünder? Ja, mach mal ab. Das Ding rollt uns dann entgegen und will uns töten. Safe Call. Super, muss ich schon sagen. Oh, cool. Wurde getrennt. Die Spiel ist klein. Oh. Kleine kann nicht gerade besonders weit hoch. Aber besonders hoch. Es wäre schön, wenn ich die Kamera wenigstens von vorne sehen würde, weil sie ist dezent blöd platziert. Okay, was hätte ich jetzt da tun sollen? Lauf, kleiner Bruder oder einfach nur Kumpel, der wo. Ja, ihr wisst ja, was passiert ist. Ich bin safe. Und was jetzt? Hä? Ich verstehe gar nicht, was soll ich tun soll. Ich kann auch rhetorisch einfach hier stehen bleiben. Nein, können wir doch nicht. Haben wir uns schön vorgestellt, dass sowas funktioniert. Einfach an der Seite stehen bleiben, Rest muss ich von alleine. So, wo muss ich vielleicht hier lang? Ah! Da oben war noch gerade ein Eingang oder war ich blind? Okay, Leute, das ist so eine leichte Stelle im Prinzip. Da herauszufinden, was ich hier wirklich tun soll, ist gar nicht so leicht, wie ich mir das am Anfang gedacht habe. Was muss ich denn hier tun? Muss es doch irgendwas geben, was ich tun soll. Irgendwas Sinnvolles. Außer sterben. Ah, einfach durchspringen. Okay. Ja, Gollum. Guti. Spinny, ist alles okay? Ist alles okay? Deine Kinder geht's gut? Alter Schwede, verpiss dich von mir. Geh so schnell wie möglich weg von mir. Ich hasse Spinnen. Oh Mann.
Das ist eine Aufgabe, ich will sie nicht machen. Nein. Einfach keine Lust. Warum ist diese Spinne so gottverdammt groß? Ich komme gerade darauf nicht klar, Leute. Ich kann mich gerade nicht konzentrieren. So. Jetzt muss ich auf jeden Fall aufpassen, denn sie greift noch ein. Und ich sterbe die ganze Zeit. Linkshupfer. Runter. Eins, zwei. Drehen. Oh shit. Eins Hupfer, zwei Hupfer, drei Hupfer. Und ich bin runtergefallen.